Auch in St. Vith erobern die Möhnen heute das Rathaus. Für eine von ihnen ist es eine ganz besondere Premiere. Stefan Pesch hat die neue Obermöhn der Büschelstadt begleitet. Von allen Seiten sind sie gekommen zum Treffpunkt am Triangel, die Möhnen aus St. Vith und aus der ganzen Großgemeinde, angeführt von ihren lokalen Obermöhnen und von der neuen St. Vither Obermöhn Karin Wagner. Aber fangen wir von vorne an. Morgen vom Dach! Hallo! Herzlich willkommen bei der Obermöhn in St. Vith. Kommen Sie rein. Jawohl. Ja, bedingt dadurch, weil ich von Haus aus Jeck bin und weil ich Karnevalist durch und durch bin, habe ich mir immer eigentlich gewünscht, auch das mal zu machen. Als Marlene Spedern auf mich zugekommen ist, habe ich mir zuerst ein Jahr Bedenkzeit gebeten. Und letztes Jahr habe ich gesagt, okay, ich mach's. Und ich bin jetzt froh und ich freue mich drauf. Erste Anlaufstelle der neuen Obermöhn, gleich nebenan die Eltern. Weil wenn ich sie nicht gehabt hätte, dann wäre ich schon fett zum Fecken Obermöhn. Und dann weiter zum diesjährigen Treffpunkt mit den Möhnen aus den umliegenden Dörfern. Jedes Jahr. Dieses Jahr ist Trottinette-Abgang. Nächstes Jahr wird es ein anderer Ort sein, damit jeder mal drankommt. Und auch mittags wechseln wir jedes Jahr. Es sind auch viele Möhnen von vielen verschiedenen Dörfern, wo ich mich auch ganz herzlich für bedanke, die jedes Jahr kommen. Und wir sind immer wieder froh, dass die uns unterstützen. Und es ist immer wieder eine schöne Sache. Mit vereinten Kräften geht es dann zum Sturm auf das St. Vither Rathaus. Und die Symbole männlicher Dominanz. In St. Vith dürfen die Möhnen übrigens nach wie vor ins Rathaus. Das Gemeindekollegium tritt als rote Teufel in Erscheinung und will bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien nicht nur farblich mitmischen. Da bringen wir den Pokal vom Rathaus und zum Fecht. Ja, mir je von der ganzen Welt benickt. Wenn das uns klappt, haben wir auch gemacht, hätte uns Rathaus eine neue Fassade gemacht. Und dann kommt sie, die Jungfernrede für Karin Wagner. Als echtes Fechtermädchen bin ich bekannt und ab heute auch Obermöhn genannt. Lange habe ich nachgedacht und mich gefragt, wie wird so eine Rede gemacht? Drum gebt mal alle Acht und hört, was ich zu sagen gedacht. Stimmt mir ein, denn das ist doch klar, ein dreifach donnerndes zum Fett. Mühnen zum Fett. Und wie ist es gelaufen? Ich denke, es war gut. Ich hoffe, die Leute, es hat den Leuten gefallen. Spätestens als Prinz Michael den Möhnen seine Aufwartung macht, hat in St. Vith der Karneval das Zepter übernommen.